Ja, Max, grüß dich, da ist der Sepp, habe ich die Ehre. Du, magst du mir mal die Fahrwerkseinstellung von deiner Daytona geben? Weil von meiner Daytona, da glaube ich, müssen wir mal einstellen und haben mir gedacht, du kommst da mit deiner ganz gut zurecht. Jetzt stelle ich die auch mal so ein. Zugstufe 14 Klicks offen. Okay, passt. Und Druckstufe 10 Klicks offen. Alles klar. Ja, super. Ja, dann bin ich nächstes Jahr genauso schnell wie du. Ja, perfekt, gell? Danke dir recht schön. Pfiat dich. Man, jetzt zahlen einen Haufen Geld für einen Fahrwerksservice. Ich rufe einfach meinen Spezl an, der sagt mir, wie es er eingestellt hat, und dann stelle ich es auch so ein. Das Schlimmste, was man überhaupt machen kann, ist die Fahrwerkseinstellung von jemand anders zu übernehmen. Zum einen, aber das ist der marginale Teil, dass natürlich der eine nicht so klarkommt wie der andere damit, aber der viel schlimmere und wichtigere Teil ist, dass speziell bei den Gabeln immer extreme Toleranzen gibt und vor allem im Laufe der Jahre schon die ein oder andere Werkstatt einen Gabelsimmerring gemacht hat und dabei vielleicht ein anderes Öl reingekippt hat oder irgendjemand gedacht hat, er kann die Gabel ja schon mal überarbeiten. Das heißt, die 16 Klicks oder die 14 Klicks geöffnet vom geschlossenen Zustand aus bei der Gabel sind nicht zwingendermaßen die gleichen 16 oder 14 Klicks wie bei der anderen Gabel, auch wenn die Gabel bauartbedingt mal identisch ausschaut. Und das ist dann nämlich immer fatal. Und ich bekomme das mit, weil viele von euch rufen mich an und sagen, du, ich habe hier eine originale E1 oder Honda oder was ich was. Was soll ich denn hier einstellen? Und sage, kann ich da nicht sagen, weil ich kenne die Innereien der Gabel nicht. Außer du kennst sie, weil du das Motorrad komplett neu gekauft hast und seitdem noch nie irgendjemand die Gabel geöffnet hat. Selbst da gibt es zwar Toleranzen, aber da kann man zumindest einmal davon ausgehen, dass nichts anderes verbaut worden ist. Und wie genau das aussieht, was es alles für Unterschiede gibt, das schauen wir uns jetzt mal drüben im Gabelraum an. Kommt mit. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine standardmäßige RN49-Gabel, eine Kayaba-Gabel. Und da müsst ihr mal rankommen, damit ihr überhaupt einmal wisst, warum diese Einstellung überhaupt funktioniert. Wir haben hier auf dieser Gabel in der Regel je nach Hersteller verschiedene Verschlusskappen. Und an diesen Verschlusskappen können wir quasi anhand unseren Imbus meistens oder manchmal sind es auch Schlitzschraubenzieher, quasi Zug, Druck oder nur Zug verstellen an den Kappen. Und das sieht folgendermaßen aus. So müsste man es vielleicht sehen, die goldenen Dinge, die hier innen drin rauskommen, das sind quasi die Versteller. Es sind zwei Versteller und diese Versteller, die drücken im Endeffekt auf zwei verschiedene Stäbchen. Eins ist innen und eins ist außen. Und diese drücken auf den Bypass des Shimstack. Und jetzt gibt es das Problem, umso weiter, dass die reingehen, desto besser quasi wird der Shimstack oder der Bypass geschlossen und somit muss der Shimstack stärker durchlaufen werden mit Öl. Jetzt gibt es aber das Problem, dass zum Beispiel bei manchen Gabeln gibt es so Konterschrauben hier. In der Regel fährt man die Gewinde an der Kolbenstange ganz rein, aber es kann auch sein, dass irgendjemand bei der Montage die Gewinde von der Verschlusskappe an der Kolbenstange nicht ganz reingefahren hat und quasi die Konterung schon hier oben gemacht hat. Zum Beispiel hier. Das ist zwar falsch, aber die Möglichkeit besteht bei einer Falschmontage. Und ihr glaubt nicht, wie oft dass wir das schon gesehen haben. Somit sind diese 16 Klicks hier oben nicht mehr 16 Klicks, wenn sich quasi die Verschlusskappe verändert oder von der Position her verändert. Natürlich gehen wir jetzt nicht davon aus, aber man muss davon ausgehen, weil diese Unterschiede tatsächlich passieren und somit habe ich quasi eine identische Gabel, teilweise sogar mit einem identischen Shimstack oder identisches Öl und habe aber nicht bei 16 Klicks 16 Klicks. Somit habe ich eine Toleranz. Das muss zwar nicht heißen, dass die Einstellung vom Kumpel nicht funktioniert. Mit Zufall kann es auch super sein. Ne? Es kann mit Zufall total ins Schwarze treffen und es ist perfekt, das gibt es auch. Aber in vielen Fällen ist es eben nicht der Fall. Warum es noch zusätzlich immer heikel ist, sowas zu machen, ist, wenn jemand schon mal am Shimstack oder an der Dämpfung quasi rumgestellt hat. Das ist jetzt im Endeffekt eine Cartridge, ist eine Closed Cartridge von Öl, spielt aber keine Rolle, weil im Endeffekt vom Prinzip her bleibt das Gleiche. Da ist auch eine Verschlusskappe, weil das geteilt ist, da ist eine Seite Druck, die andere Zug. Da ist auch der Versteller auf die Nadel unten, das bypasst und verschließt den Bypass, der übrigens von hier nach hier über die Löcher geht. Im Detail gehen wir da in unseren Seminaren gut rein. Also ich muss es nur kurz anschneiden im Video, ist natürlich sonst ein bisschen umfangreich. So, und hier haben wir unser Shimstack. Und das ist zum Beispiel hier jetzt die Zugstufe, weil die Shims unten auf dem Kolben sind. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn jemand schon mal so eine Gabel in der Hand gehabt hat oder irgendein Fahrwerkstuner das Ganze
bedient hat, dann kann es sein, dass das nicht mehr die Serie ist. Und wenn das Shimstack nicht mehr die Serie ist, dann sind 16 Klicks nicht 16 Klicks, weil somit halt die Dämpfung viel höher ist, wenn das Shimstack schon überarbeitet worden ist oder eben nicht überarbeitet worden ist. Was im Endeffekt heißt, ohne exakt zu wissen, was hier schon mal gemacht wurde, kann ich nicht bestimmen, ob 16 Klicks 16 Klicks sind. Und das ist ja auch oft der Fall, wenn ich mir ein gebrauchtes Motorrad kaufe, das 6-7 Jahre alt ist, wo auf der Gabel von der Historie nichts nachzuvollziehen ist, dann ist es im Zweifel, kann es sein, dass irgendwas verändert worden ist. Somit im Fall von Robbie seiner Triumph Daytona, ist es so, dass irgendjemand diese Gabel schon überarbeitet hat. Und da ist es zum Beispiel ein Extremfall. Kommt mal ran an mich. Ihr seht ja, das hier oben ist die Zugstufenverstellung und das ist mit einer Schlitzschraube. Wir haben da Klicks, also wir betätigen mit diesen Klicks, mit der Verdrehung. Die Klicks sind im Endeffekt nichts anderes als das, was wir spüren. Im Endeffekt ist es nur ein Rechtsgewinde, das hat mit den Klicks an und für sich nichts zu tun. Aber die sind jetzt ganz offen. Also die Zugstufe ist hier ganz offen. Das heißt, es wären jetzt irgendwo, ich zähle mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 Klicks. Das heißt, die Gabel kann nur 13 Klicks. So, jetzt sind es hier 13 Klicks offen. Das Problem bei diesen 13 Klicks offen ist aber folgendes, dass die Gabel viel zu viel Zugstufe hat. Achtet einmal nur auf das Ausfedern, nicht das Einfedern, sondern das Ausfedern. Ich drücke runter und lasse das Motorrad los. Das ist eine komplett geöffnete Zugstufe, die immer noch doppelt so viel ist, als ich eigentlich haben möchte, weil irgendjemand diese Gabel überarbeitet hat. In dem Fall sogar falsch. Das ist einfach zu viel Zugstufe. Ne? Also viel ist nicht immer gut. Manchmal hilft viel, viel, aber in dem Fall nicht. So, und jetzt haben wir das Problem, wenn jetzt jemand eine andere Daytona fahren würde, der halt zum Beispiel 7 Klicks geöffnet hat in der Zugstufe, das aber immer noch weniger ist als seine komplett geöffnete Zugstufe, dann hätte er in diesem Fall ein Problem, weil das würde fahren wie unter aller Kanone. So, jetzt ist schon jemand hergegangen, der das versucht hat einzustellen mit den vorhandenen Komponenten und hat zumindest schon mal die Zugstufe komplett geöffnet. Ja, es bleibt ihm nichts anderes über, aber es ist immer noch zu viel. Das heißt, wir müssen jetzt hergehen, müssen die Gabel ausbauen, zerlegen und müssen im Endeffekt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, entweder das ist das Öl viel zu dick, aber ich glaube eher, da hat sich einer verwirklicht in einem wirklich dicken Shimstack. Vielleicht hat er ein paar Shims ausgetauscht in ein paar Beilagscheiben, ich weiß es nicht genau. Aber es ist im Endeffekt viel zu viel Zugstufe und somit wäre der Fall total katastrophal, irgendwelche Einstellungen zu übernehmen. Was ich stattdessen empfehlen würde, ich würde mir von einem Fahrwerkstechniker, das muss nicht ich sein, ihr müsst nicht zu mir kommen, ich muss für mich keine Werbung machen, aber ihr geht zu irgendeinem Fahrwerkstechniker, der euch einfach mal eine Basic einstellt, weil der würde das in der Regel, außer derjenige, der die Gabel gemacht hat, aber in der Regel sind die so gut, dass sie das erkennen und würden feststellen, hey, du hast hier echt viel Zugstufe, wir sollten hier was überarbeiten oder ich stelle dir das so ein mit Klicks, wenn es möglich ist, dass es funktioniert. Dann hast du eine Basic. Die Basic kannst du dir aufschreiben. Ne? Und schön, jetzt machst du dein eigenes Setting-Sheet, ein Excel oder handschriftlich. Und dann kannst du davon weggehen und kannst probieren oder kannst auch mal die Einstellung von deinem Kumpel übernehmen. Aber du musst mal ungefähr wissen, wo die Richtung hingeht und wo die Hausnummer ist, damit du mal weißt, was funktioniert und was nicht. Und das ist in so einem Fall, und ihr glaubt nicht, wie oft das der Fall ist, dass wirklich Gabeln hier reinkommen, die komplett zwer sind. Bei den Federbeinen ist es nicht so krass, weil die Federbeine in der Regel nicht so stark angefasst werden. Weil viele normale Werkstätten können das gar nicht, weil sie zum Beispiel keine Vakuumpumpe haben zum Neubefüllen oder so. Deswegen lassen sie die Federbeine meistens außer Acht. Aber bei den Gabeln wird ziemlich viel Schund getrieben. Speziell, weil Gabelsimmering undicht, da machen wir ein Gabelservice. Oh, Setting ein bisschen schlecht, ein bisschen wenig Zugstufe. Ah, da machen wir ein paar Scheiben rein. Thema erledigt. Von dem her passiert es bei den Gabeln relativ oft. Und vor allem auch umso älter die Bikes, desto schlimmer, weil natürlich im Laufe der Zeit viel mehr Leute diese Teile in der Hand gehabt haben. Somit, das soll es auch schon gewesen sein, ein bisschen Hintergrund, Background-Informationen für euch als Insider. Ich denke, da könnt ihr was damit anfangen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, die vielleicht schon mal die Dämpfung von einem Kumpel übernommen haben und es nicht funktioniert hat. Vielleicht hat es genau den Grund. Und ja, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.